Yo, Freunde, was geht ab? Wer meine Instagram-Stories gesehen hat, der weiß, dass ich ja seit ungefähr 2 Wochen auf einer Farm bin und ich habe hier etwas entdeckt. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Allein die Felgen. Huhuhu. Alter. Hier irgendwelche Lufteinlässe. Oh mein Gott. Aber es ist halt absolut dreckig und alt und... Schaut euch das an. Schaut euch das an. Ich habe aber keine Ahnung, was das für ein Auto ist. Mal schauen. Alter, sogar ein Cabrio. Schaut euch das mal an. Es ist halt wirklich sogar ein Cabrio. Oh mein Gott. Das ist anscheinend ein Jaguar XK140. Von 1951. Wir werden den jetzt mal hier rausholen und dann mal putzen und dann schauen wir mal, ob das Ding noch angeht. Was glaubt ihr? Stimmt mal oben rechts auf der Infokarte jetzt ab. Glaubt ihr, er wird angehen oder nicht? Niemand weiß. How long was it inside here? 10 years, I suppose. It's been here for 10 years. But it was used for years and years. It was used, but now it needs a restoration. If the motor goes well, it runs well. We might get started later on. Yeah. So, also, was glaubt ihr? Geht er an oder geht er nicht an? Schreibt es mal in die Kommentare, beziehungsweise stimmt mal oben rechts auf der Infokarte ab. Wir werden den jetzt erstmal hier rausholen, sauber machen und dann mal schauen. Oh mein Gott, er ist so nice. Seit Wochen wollte ich das machen. Oh, let's go. Und es ist vollbracht. Schaut euch das Meisterwerk an. Ein sauberer Jaguar XK 140. Are you proud of us? That's very good. Jetzt gibt es erstmal Mittagessen. Und dann ist der Innenraum dran. Alter, was ist denn da passiert? Junge, das tut einem ja richtig weh. John war so lieb und hat mir Mittagessen gemacht. Und das ist jetzt hier irgendwo. Was gibt's Feines? Burrito und Mais. Nice. 2000 Jahre später. I've been working too hard. I've been too busy and the cars just haven't been resting up. I've been on holiday for too long. And nobody loves it enough. I think that's probably its main problem. I will love it. Lack of love. Lack of spending 50,000 euros to get the body all done. The motor goes well. So, genug Pause gemacht. Es geht ans Eingemachte. Und zwar, Alter. Oh. Das kann er mir nicht erzählen, dass das nur 10 Jahre alt ist. Das ist deutlich mehr. Ganz sicher. Auch schön, dass wir aber eine Anleitung brauchen, um das Auto zu starten. Ja, das ist auch gut. Wie so ein bisschen wie so ein Flugzeug, weißt du, wenn du so eine Startcheckliste hast. So sieht er jetzt aus. Mit offenem Verdeck und mal ein bisschen Grobreinigung. Ich habe jetzt natürlich nicht alles gemacht, weil Sachen wie hier, das ist unmöglich. Das ist einfach, das geht einfach gar nicht. Aber die Sitze habe ich mal gemacht, den Fußraum ein bisschen, die Scheiben natürlich hier oben, alles, Lenkrad. Und schaut euch einfach mal das Lenkrad an. Einfach, das ist einfach nur so ein Plastik-Gummi-Metall-Ding. Heutzutage Lenkräder viel dicker, viel mehr Tasten. Oh, gut, das war logisch, aber auch einfach so von der Art von Lenkrad ganz anders. Und dann haben wir hier einfach haufenweise Knöpfe. Das ist ja sowas von irritierend. Ich meine, wofür ist das denn alles? Hier, wir haben 4 Gänge, wie ein alter Porsche. Okay, von mir aus, sehe ich ein. Aber ist das hier wirklich Serie oder ist das nachgebaut? Das sieht für mich eher ein bisschen nachgebaut aus. Dann hier Wasser- und Öltemperatur. Okay, heutzutage kriegst du keine Anzeige mehr fürs Wasser, sondern nur fürs Öl, aber gut. Tank, Uhrzeit und natürlich, Leute, die Geschwindigkeit, aber in mph und nicht in km/h. Und wofür ist das alles hier? Are you happy, John? I'm very happy and I think it looks so smart and clean. Now we all need to do is get started and take it for a run. Wir probieren jetzt mal, ob der funktioniert. These are the keys, right?
Diese there, ja. Yeah. There, left, 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 there. Ah, ja. Yeah. Okay. 3, 2, 1. Tja, dachtet ihr jetzt wirklich, wir zeigen euch, ob das Auto geht oder nicht? Wenn wir 500 Likes auf diesem Video schaffen, auch nicht, ich will eigentlich gar nicht so ein YouTuber werden, aber Leute, nächstes Mal einschalten, dann schauen wir, ob das Auto funktioniert oder nicht. Egal, wie viele Likes wir packen, ich mach's Video so oder so. Wir sehen uns, bis dann. Ciao.